In diesem Video werden wir ein Item einer Liste durch ein anderes Item bzw. Element ersetzen und austauschen mit der Node List Replace Item at Index. Und wie das Ganze ausschaut, ich habe wieder was Kleines vorbereitet. Mache nur eben Dynamo größer. Ich habe hier genau, dass ich wieder zwei Bauteilkanten auswählen kann. Das mache ich auch. Sag dann wieder, ich möchte mir in einem Abstand von 1 Meter Punkte absetzen lassen. Dann haben beide 23 Punkte. Also sind Listen mit 23 Punkten. Ich schiebe das weiter unten nach unten. Und ich möchte jetzt einen Punkt von dieser Liste durch einen anderen Punkt von dieser Liste ersetzen. Und das geht mit der Node List Replace Item mit Index. Wenn wir hier unter List Modify schauen, dann sehen wir Replace, Remove Item, nee, Replace Item at Index. Es gibt auch noch Remove, dass er ganz verschwindet. Und wie der jetzt funktioniert, wir haben drei Inputs. Einmal zum einen die Liste, dann den Index. Also ich möchte den letzten Index, das ist der 22er. Habe ich als Index-Input und dann möchte ich, dass ich den letzten dieser Liste aus dort einfüge. Also diesen Punkt hier unten. Und dann kann man hier wieder mit dem Codeblock sagen, ich habe eine Liste mit eckigen Klammern auf und dann mit dem Index und dann wird auch dieses Element dieser Liste aufgerufen. Normalerweise. Mal kurz auf Anhalten. Okay, jetzt haben wir einen Punkt, genau. Und jetzt ist das mein Input und wir sehen, dass wir diese Liste hier haben. 13398, genau. Der passt auch noch, der 21er. Und dann sehen wir aber, dass 22er nicht mehr derselbe ist, sondern hier unten dieser Punkt ist.